Katzen sind bekanntlich sehr unabhängige Wesen und haben ihren eigenen Willen. Umso schöner ist es, wenn sie uns ihre Liebe zeigen. Und wir zeigen euch jetzt, wie ihr daran drehen könnt. Hier kommen die Top 10 der besten Methoden, die Zuneigung einer Katze zu gewinnen. Aus Katzensicht sind wir Menschen ja riesengroß. Nähert euch Katzen vor allem am Anfang auf ihrer Höhe und lasst ihr dabei immer die Möglichkeit zur Flucht, damit sie sich nicht in die Enge getrieben fühlt. Zimmertüren bleiben auch am besten immer einen Spalt offen. So schön und flauschig sie sind, besser nicht einfach so streicheln. Katzen brauchen Abstand, um Zuneigung zu entwickeln. Eine Schweizer Studie hat ergeben, dass Katzen sich ihren Menschen lieber nähern, wenn diese kein großes Interesse zeigen. Also erstmal kalte Schulter, dann kommt das Kuscheln von selbst. In einer weiteren Studie aus den USA wurden die besten Streicheleinheiten getestet. Was sind die Do's und Don'ts für Katzen? Sie reagieren häufiger mit Fauchen und Kratzen, wenn sie am unteren Rücken und vor dem Schwanz gestreichelt werden. Punkten könnt ihr dagegen mit Streicheleinheiten zwischen den Augen und an den Ohren. Damit wird eher mit Schnurren belohnt. Ein Blick sagt 1000 Worte. Bei der Jagd starren Katzen auf ihre Beute, fast ohne ein Blinzeln. Deswegen würde sie sich quasi als eure Beute fühlen, wenn ihr sie anstarrt. Also, statt intensiver Blick lieber mal blinzeln. Das ist für sie ein Signal von Freundlichkeit und Entspannung. Wisst ihr eigentlich, wie Katzen miteinander sprechen? Sie stupsen sich an, gerne Nase an Nase. Das heißt so viel wie, hallo, ich mag dich. Stellt das mal nach, indem ihr eure Fingerspitze anbietet. So gebt ihr der Samtpfote die Möglichkeit zu einer Begrüßung auf Kätzisch. Vielleicht kommt sie ja auch von sich aus. Ihre Stupsnasen sind auch sonst besonders sensibel. Katzen riechen 14 Mal besser als Menschen. So können sie Lebewesen und Dinge identifizieren und unterscheiden. Ungewohnte Gerüche können sogar Angst auslösen. Kann also passieren, dass sie bei einem starken Deo oder neuen Parfüm vor euch zurückschreckt. Tragt deshalb nicht zu viel auf. Wechselt auch nach intensivem Kontakt mit anderen Tieren die Klamotten, um das feine Näschen nicht zu beleidigen. Bleiben wir bei der Nase, ein wirklich sehr wichtiges Organ bei Katzen. Wenn ihr euch bei eurer Katze beliebt machen wollt, könnt ihr euch oder eure Kleidung mit Katzenpheromonen besprühen. Das sind quasi Nachrichten, mit der ihr von Anfang an ein positives Signal senden könnt. In einer spannenden Studie aus Oregon wurde untersucht, was Katzen bevorzugen. Essen, Spielzeug oder die Interaktion mit Menschen. Unglaublich aber war, es sind die Menschen. Und die perfekte Kombination für eine Katze sind Menschen und Spielzeuge. Na, was hält euch noch? Könnt ihr Spieltipps oder andere Infos und Tipps rund um das Zusammenleben mit einer Katze gebrauchen? Easy! Auf unserem YouTube-Kanal gibt es jede Menge davon, also eben den Abo-Button klicken und keinen neuen Content mehr verpassen. Und was nie schaden kann, positives Bestärken mit Leckerchen. Wenn ihr gezielt und natürlich in Maßen kleine Erfolge mit einem Leckerchen belohnt und dazu noch mit leiser Stimme ein paar nette Worte sagt, das hast du wirklich super gemacht, fein. Verknüpft eure Samtpfote die Situation und eure Stimme mit etwas Positivem. Besonders wenn ihr frisch verliebt seid, braucht ihr ein bisschen, bis ihr die Katzensprache drauf habt und ihre Signale deuten könnt. Nehmt euch die Zeit und habt Geduld, es lohnt sich. So könnt ihr passend reagieren und eurer Katze den Freiraum lassen, den sie braucht. Also viel beobachten und auf ihre Zeichen achten. Eure Liebe ist ja schon da, oder? Bestimmt habt ihr auch eigene Ideen, um die Zuneigung und Liebe eurer Samtpfote zu gewinnen oder habt es schon längst geschafft. Schreibt eure Erfahrungen und Tipps für die anderen Katzenmenschen in die Kommentare. Wir sagen ciao, miau, bis zum nächsten Mal.